Fehlerplatz. Podcast, obviously. Mit Sani und Svenja. Hallo. Hi. Sani hat gerade das Intro vorgesungen, war sehr witzig. Ich habe überhaupt nicht das Intro vorgesungen, ich habe einfach nur irgendwelche Geräusche von mir gegeben und dann Intro gesagt. Ja, das war ungefähr mal das, was wir auch dachten, dass das das Intro wird. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast mit Sani und mir. Ja, und heute ist mein erster freier Tag seit 3 Wochen. Ja, das feiern wir einfach mal mit einer Podcast-Aufnahme, damit ihr auch alle dabei seid. Weil ich sonst auch keine weitere Zeit mehr in dieser Woche habe. Ich hasse Arbeiten. Ja. Entschuldigung, erst mal kurzer Meltdown zum Einstieg der Folge. Muss auch mal sein. Beim letzten Mal ist bei mir die Welt untergegangen und heute gehst du unter. Ist doch voll okay. Super. Vielleicht sinke ich in die Tiefen meines eigenen Gehirns. Oh ja, unbedingt. Kann aber anstrengend werden, kann ich eigentlich auf Dauer auch nicht so empfehlen. Ach nee, ich bin auch ehrlich gesagt viel zu müde dafür. Ja, das macht Denken sehr, sehr kompliziert. Ja, wir haben ja auch ein Thema. Eigentlich sind wir hier ja, exakt, wir reden jetzt einfach durcheinander, viel Spaß. Eigentlich sind wir hier mit einem Thema. Genau. Das Thema ist ein Thema, zu dem wir letzte Woche nicht viel zu sagen hatten und heute ein bisschen was zu sagen haben. Aber auch nicht viel mehr. Ja, doch schon ein bisschen was. Ich glaube, wir sollten diesmal wirklich eindeutig dazu sagen, dass das war vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, dass dieses Thema in unserem Glas sich befand. Was wir jetzt auch noch durch die Recherche festgestellt haben, denn das Thema ist sehr politisch und juristisch, was nicht unbedingt unsere Favorites sind, sagen wir mal so. Also geschweige denn, dass wir großartig Ahnung davon hätten. Also natürlich interessieren wir uns für Politik, aber halt auch nur so weit, dass wir wissen, was vor sich geht, aber jetzt nichts über Politikwissenschaften. Exakt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zuzugeben. Also erstmal, das Thema ist Autonomie. Ich hoffe, ihr habt die erste Folge dazu gehört und wisst es und seid jetzt nicht komplett überrascht und fallt vom Stuhl. Was? Ihr redet über Autonomie? Wie bitte? Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man auch mal zugeben kann, dass man von manchen Themen einfach nicht so sehr viel Ahnung hat und dass es einfach nicht der Expertise entspricht, weil wir auch in Deutschland einfach viel zu viele Leute haben und generell auf der ganzen Welt, die sich für Experten halten in Gebieten, in denen sie einfach keine Experten sind. Und wir haben unsere Fachgebiete, wir haben unsere Interessensgruppen, in denen wir uns wohlfühlen, aufhalten und viel Wissen besitzen. Und wir haben Teilwissen aus anderen Disziplinen, aber das geht dann eben nicht so tief und dementsprechend sollte man da dann vielleicht einfach manchmal weniger sagen, als zu behaupten, man hätte Wissen, was nicht existiert. Und deswegen sind wir ganz ehrlich mit euch und sagen, ja, von Jura haben wir nicht so wirklich die Ahnung. Ja, und überhaupt von nicht. Von Politik, Wissenschaften jetzt auch nicht unbedingt. Aber wir haben, was wir können, ist das Grundgesetz googeln. Und das haben wir getan. Ich nicht, ehrlich also gesagt. Also ich hab's gemacht. Ich habe tatsächlich einfach nur in die Bücher geguckt, in die ich immer gucke, wenn ich erstmal wissen will, was ein Wort überhaupt bedeutet. Und ich dann wirklich relativ schnell festgestellt habe, Alter, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Das fand ich dieses Mal so voll heftig irgendwie so. Sonst bearbeiten wir die Themen ja auch immer so, dass sie super interessant sind oder so. Beim letzten Mal überhaupt keine Grenze gefunden, wo man aufhört mit Recherchieren. Und diesmal war so, oh nee. Obwohl wir wurden geoutcalled per Mail. Es wurde festgestellt, dass wir sehr viel über Beziehungen reden.
Genau, das stimmt. Was war es? Weil wir interessieren uns ungemein für zwischenmenschliche Beziehungen, weil das ist, womit wir uns einfach tagtäglich zwangsläufig beschäftigen, wenn wir miteinander agieren und mit anderen Menschen interagieren. Alles, jeder Mensch, mit dem du redest oder mit dem man redet, hat in gewisser Weise dann eine Beziehung zu dir aufgebaut. Wie eng und wie fremd die Beziehung sein mag, das lässt sich dann definieren und besprechen. Aber es ist einfach super interessant, inwieweit Beziehungen unsere Gesellschaft und uns selbst beeinflussen und ausmachen. Also ich finde auch, das ist eigentlich irgendwie voll häufig so das Spannendste, wie Interaktionen zwischen Menschen eben funktionieren, warum sie funktionieren, wo das alles herkommt. Von daher reden wir da heute mal nicht drüber. Exakt. Weil wir haben beschlossen, das ist das heutige, also wir haben es nicht mal beschlossen, wir haben es gezogen. Das heutige Thema ist Autonomie und ja, da war einfach kein Bogen zu finden. Weil ja, ich hätte so gerne gesagt, übrigens, Beziehung, irgendwie ging es da jetzt nicht so ganz, hat nicht funktioniert. Aber über die Mail haben wir uns trotzdem gefreut. Ihr dürft uns nämlich gerne auch outcallen und sagen, ey, ich habe da ein Schema entdeckt bei euch. Ja. Also ich hoffe, die Person, die uns diese Mail geschickt hat, sollte auch mittlerweile, wenn die Folge draußen ist, eine Antwort erhalten haben. Es dauert manchmal, aber wir antworten euch. Wie gesagt, Fanny arbeitet die ganze Zeit und ich weiß ich auch nicht. Ich habe auch so Dinge zu tun halt. Ja. Svenja muss aktuell super viel Sachen im Bereich Podcast machen und auch mich öfter mal anhauen, eben dadurch, dass ich aktuell so viel arbeite. Also es ist nicht wirklich ein studentischer Nebenjob, weil es ist im Grunde ein Vollzeitjob, den ich aber eben für eine begrenzte Zeit mache. Aber der nimmt super viel Zeit aktuell in Anspruch, weil ich eben versuche, auf mein Geld zu kommen. Und dementsprechend kam zum Beispiel in der letzten Woche auch einfach die Instagram-Posts, für die ich verantwortlich bin, relativ nicht regelmäßig. Es fehlt auch immer noch einer, den ich noch gleich posten werde im Zusammenhang mit, dass wir gerade aufnehmen. Ja, ich wollte schon gerade sagen. Svenja muss mich da die ganze Zeit anhauen und muss sagen, ey, übrigens, du musst da noch was posten. Und dann sag ich so, ich mach's am Wochenende und dann mache ich's aber erst am Dienstag. Ja, also das ist ja ehrlich gesagt kein Problem, als ob ich noch einen Bezug zu Wochentagen hätte. Also das ist auch immer, weiß ich nicht, wenn irgendjemand zu mir sagt, so ja, das war ich am Wochenende, dann denke ich mir so, ja, okay, wann ist das? Kannst du nicht einfach sagen, das mache ich heute, morgen oder halt demnächst? Mein Wochenende ist immer demnächst, weil es ist dann entweder dieses oder das in 3 Jahren. Ja. Nee, okay. Auf jeden Fall dementsprechend. Ja. Autonomie. Genau, wir schweifen schon wieder ab, aber ich glaube, das machen wir in der Folge heute öfter, einfach weil... Wir müssen ja irgendwie die Zeit füllen. Ja, beim letzten Mal so, okay, nach fast 2 Stunden Aufnahme, oh mein Gott, wie sollen wir das zusammenschneiden? Jetzt ist schon nach 10 Minuten, oh mein Gott, wie sollen wir das füllen? Aber ganz ehrlich, ich glaube, die Leute interessieren sich ja auch so ein bisschen dafür, was hier los ist. Und deswegen hoffe ich mal zumindest, also... Kann auch sein, dass sie jetzt über diesen kompletten Teil einfach drüber skippt. Ich habe auch schon mal gehört, dass Leute das sogar unterhaltsam finden, dass wir immer so abschweifen. Und solange wir den Bogen immer wieder zurückfinden, ist das ja auch okay. Ja. Das stimmt. Ja. Wir lesen auch alle Kommentare. Ja. Selbst wenn wir manchmal, weil was auch viel daran liegt, dass es nicht so viele sind, wie wir gerne hätten. Wir hätten gerne so viele, dass wir den ganzen Tag nichts anderes machen, als Kommentare lesen. Ja, das wäre... Aber es sind... Die wir bekommen, sind aber immer sehr ehrlich und sehr... ich weiß nicht, ob du diesen... Also, der Begriff, der mir im Kopf schwebt, ist halt genuine. Also, es lässt sich mit ehrlich übersetzen. Aber es ist halt auch wirklich immer dieses... Genuine hat so eine positive Besetzung noch mal mehr als ehrlich. Weil ehrlich im Deutschen klingt halt so, als wärst du kurz davor, eine richtig saftige Kritik hier zu bekommen. Wertschätzend? Aber
Ja, wertschätzend. Ich verstehe dich einfach. Ja. Ich habe zwar das Wort nicht verstanden, was du gesagt hast, aber inhaltlich kommt es rüber. Aufrichtig ist das richtige Wort. Das sind aufrichtige Nachrichten. Jetzt machst du die ganze Illusion kaputt. Sorry. Was wolltest du? Entschuldigung. Nein, du hast die Illusion kaputt gemacht, dass ich dich verstehe. Und dann du hast mich trotzdem verstanden. Es hat trotzdem gepasst. Nee, wir haben auch eine dreiste Werbe-Phishing-Mail bekommen. Also. Wir bekommen auch aktuell andauernd Spam unter den Posts. Ja, das ist Instagram. Das ist einer der Mitgründe, warum ich gar keinen Bock habe, die ganze Zeit pünktlich zu posten, weil ich genau weiß, dass in dem Moment, in dem ich poste, ich die nächsten 20, 30 Sekunden damit verbringe, diese Spam-Kommentare von dem exakt gleichen, also es ist ein Account, der da beworben wird, aber es sind immer verschiedene Accounts, die da drunter posten. Und ich glaube, dass es mit dem Hashtag Podcast zu tun hat. Und es geht mir so auf die Nerven. Ja, auf Soundcloud nimmt es auch gerade zu. Da sind es bei der letzten Folge gab es dann auch so mehrere Kommentare. Du löschst die, ich lösche die alle. Ja. Ich möchte von den echten Zuschauern hören, die dann sagen, hey, oh, das ist meine Meinung zu der letzten Folge. Ich möchte nicht einfach nur, ah ja, übrigens, promote das doch mal über diesen Account. Nein! Wir promoten das hier, nervig, jede Folge. Ist voll super, was du gemacht hast, hör dir doch mal meine Sachen an. Ja. Nee. Nein, wir sind, unsere Werbung sieht aus, dass wir jede Folge nach Kommentaren betteln. Dafür haben wir uns entschieden und dabei bleiben wir jetzt, okay? Ja, das ist unsere unique Eigenschaft. Wir jammern nach Kommentaren. Aber ey, nach anderthalb bis zwei Jahren hat es funktioniert. Es ist auch nicht das erste Mal, dass wir eine Mail bekommen haben. Also schon die zweite Mail, sagen wir es so. Okay. Aber wir kriegen regelmäßig Nachrichten. Ja, darüber freuen wir uns. Unseren Patrons, die sich immer einbringen. Und das ist sehr schön. Genau. Okay, los geht's. Wollen wir jetzt über Autonomie reden? Jetzt, ja, exakt. Ja, vielleicht wir sollten vielleicht einfach erstmal diesen ganzen theoretischen Kram abarbeiten. Den wir gerne machen, indem wir uns erstmal mit dem Wort an sich beschäftigen. Und ich habe wie immer in meinem Soziologie-Wörterbuch und in meinem Philosophie-Wörterbuch geguckt, wo ich festgestellt habe, vor allen Dingen im Philosophie-Wörterbuch, es heißt, es läuft alles immer auf Nietzsche und Kant zurück. Da waren halt große, große Philosophen, vor allem in Deutschland. Und da wir ja ein sehr eurozentrisches Philosophie-Wissen hier besitzen, sind das die, auf die alles immer zurückläuft. Ja, das ist aber auch ein bisschen anstrengend, weil Kant ist immer so, ja, okay, ich hab's verstanden, du bist ein krasser Typ gewesen, aber du bist auch ein elender Rassist und Sexist gewesen. Und Nietzsche ist halt so, oh ja, ich weiß, das ist nicht deine Schuld, aber was die Nazis aus dir gemacht haben, habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, er war aber trotzdem immer noch frauenfeindlich. Ja, das sind sie also, ja immer. Ich fand das so lustig. Ich muss nochmal abschweifen, tut mir leid. Ich finde das so lustig, ich muss ja immer noch ein Paper, also ein Essay schreiben über Nietzsche und habe dafür eben ein Buch. Und es ist so interessant, inwieweit, warte mal, ich suche das kurz raus, gib mir eine Sekunde, ich habe hier das Buch stehen, ich habe das irgendwo, weil ich es so lustig fand. Auf jeden Fall geht es da um die Kindheit von Nietzsche. Nietzsche. Und da geht es eben häufig darum, dass der Vater von Nietzsche ist eben relativ, da war Nietzsche noch relativ jung, da ist der Vater gestorben. Und hier, der kleine Nietzsche wuchs nun in einem Haushalt mit 5 Frauen auf. Großmutter und Mutter, 2 Tanten und die um 2 Jahre jüngere Schwester Elisabeth. Der Erziehungsdruck durch diese Frauen muss gewaltig gewesen sein. Dem Knaben fehlte ein väterliches Gegengewicht gegen dieses weibliche Milieu. Daher konnte er vermutlich die eigene Männlichkeit nur partiell entwickeln. Das ist so eine heteronorme Scheiße. Ja, das ist so wertend schon von vornherein. Erstens das und es geht halt komplett auf diese, auf diese zwei Geschlechter. Theorie ein. Naja, vor allen Dingen hast du mal mitbekommen, wer schuld daran ist, dass er frauenfeindlich wird? Ja, Frauen. Ja, wer sonst, ne? Ey, ich lese das und denke mir einfach nur, was soll das denn, was soll der denn dieser Mist? Und vor allem die eigene Männlichkeit.
Das strotzt einfach nur von Toxic Masculinity. Ja. Oh. Lass mich raten, es hat ein Mann geschrieben. Ja, natürlich. Also, was hast du denn erwartet? Ja, Philosophie, sorry. So. Philosophie ist ja nun mal wirklich richtig männerdominiert immer noch. Auf jeden Fall, ich lese das und breche nur in Lachen aus und denke mir, wie kann denn das einfach immer noch der Forschungsstand sein? Ja. So, das müsste alles überarbeitet werden und gesagt werden, dass wahrscheinlich eher, also das Problem wird wahrscheinlich, das ist jetzt eine Vermutung, ich habe das jetzt selbst noch nicht so extrem erforscht, aber vielleicht wäre es mal nötig, vielleicht sollte ich darüber meine ganzen Sachen schreiben, dass einfach zum jetzigen Zeitpunkt das Problem wahrscheinlich weniger war, dass er eben die eigene Männlichkeit nicht entwickeln konnte, sondern dass er in der damaligen Zeit und in dem damaligen Kontext in eine Diskrepanz kam zwischen der Männlichkeit, die er entwickeln sollte, und der Art und Weise, wie seine Erziehung dem eventuell potenziell entgegengewirkt hat, und dass er dieser Druck, eine bestimmte Geschlechterrolle zu erfüllen, dem aber nicht gerecht zu werden und dann die Schuld bei jemand anderem zu suchen, dazu geführt hat, dass er sich verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Ja, vor allem ist es ja auch eine Beschreibung von außen, wo ja sowieso das Objekt der Beschreibung oder das Subjekt der Beschreibung ja sehr idealisiert wird und sowieso quasi erkannt, er konnte ja gar nicht anders, als sich dann in eine bestimmte Richtung entwickeln, weil er ist ja quasi Opfer seiner Umstände. Ja, aber es wird halt, in diesem Satz wird eben gesagt, dass das, wie er sich hätte entwickeln sollen, ist eben in Richtung Männlichkeit, und das hätte funktionieren können, indem er eine väterliche Rolle gehabt hätte oder eine väterliche Figur. Dadurch, dass die aber weggefallen ist, konnte er das ja natürlich nicht. Es gab ja überhaupt keine Option, so nach dem Motto. Und das ist einfach nur Bullshit. Ja. Das ist einfach nur Bullshit. Wer sagt denn überhaupt, dass er Männlichkeit entwickeln muss? Die damalige Gesellschaft. Ja. Ist es cool? Nein. Nee. Und vor allen Dingen ist er ein erwachsener Mensch gewesen, der sich auch irgendwann hätte über seine Erziehung erheben können. Also von daher ist es alles sowieso totaler Blödsinn. Aber also, ja, auf jeden Fall habe ich das gelesen und das macht mich wütend. Ja. Und deswegen musste ich das zum Thema Nietzsche und Frauenhass sagen. Ja. Können wir jetzt, okay, ich tue gerade so, als wärst du dran schuld, dass wir nicht über Autonomie reden. Lass uns über Autonomie reden. Ja, kommen wir einfach mal zu der Wortbedeutung von unserem tollen Thema. Oh Gott. Dort, also sozusagen Autonomie ist sehr kontextabhängig, was die Bedeutung betrifft. Also was wir ja am Anfang schon mal gesagt haben, dass es teilweise sehr politisch bzw. juristisch ist. Also das heißt, ich habe auch eine Definition, die sich sehr auf das Staatsrecht bezieht. Und da ist bedeutet Autonomie das Recht von Vereinigungen und Institutionen eines Staates, um öffentliche Angelegenheit durch eigene Rechtsnormen zu regeln. Was ich nochmal nachgelesen habe, vor allen Dingen dann innerstaatliche Autonomie bedeutet, weil es ist dieses Selbstverwaltungsrecht, was zum Beispiel Gewerkschaften, Kommunen oder sogenannte Körperschaften des öffentlichen Rechts, wie zum Beispiel Hochschulen betrifft, die ja alle ihr eigenes um ein eigenes Rechtssystem sozusagen haben. Also innerrechtlich dann, ja, vielleicht? Ja, genau. Das wäre ganz... Wir wissen nicht, ob es das richtige Wort ist, aber ihr versteht schon, was wir meinen. Und dann gibt es halt noch die staatliche Autonomie, das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon mal besprochen, ist halt die Unabhängigkeit eines Staates an sich gegenüber anderen Staaten. Das heißt aber auch, dass er ein politisches Gemeinwesen besitzt, das seine eigenen Angelegenheiten regelt, politische Entscheidungen trifft und diese auch durchsetzen kann, ohne große politische Einflüsse von außen. Das wäre ja dann die Erklärung zu der Autonomie von Staaten, um sich von ihren Kolonialstaaten zu befreien. Das war einmal zu viel Staaten. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber genau das ist so der Bereich, in dem wir uns halt überhaupt nicht auskennen. Und was in der Mail auch noch drin stand, die wir bekommen haben, war die Wortnähe natürlich zu autonom. Mhm. Das habe ich hier auch in der Etymologie. Und da verlinken wir euch mal in der Infobox von der Bundeszentrale für politische Bildung einen Artikel zu autonom.
also zu der politischen Gruppierung der Autonomen. Da habe ich mich jetzt nicht besonders tief reingelesen, weil mich das auch meistens relativ schnell sauer macht. Aber auf der politischen Ebene kann ich nur zusammenfassen, dass es dabei meistens um linksextreme Gruppen geht, was schon mal eine Bewertung ist. Und ja, und dass diese eine eigenständige Gruppierung immer machen. Das ist das, was man mit Autonomen meint, was aber nicht gleichbedeutend ist mit autonom, was du wahrscheinlich mit in der Etymologie gleich machen wirst. Genau, genau. Ich rede von der Etymologie. Ja, dann lass uns das dann auch erstmal machen. Also ich hätte noch ein bisschen was zur Soziologie. Und ja, da gehen wir direkt danach drauf ein. Also in der Etymologie, erstmal die generelle Definition wäre vielleicht ganz angebracht. Die generelle Definition von autonom ist im Endeffekt oder bedeutet im Endeffekt Unabhängigkeit und Selbstständigkeit in der Bildungssprache und in der Philosophie wiederum Willensfreiheit. Darauf gehen wir aber später ein. Die Etymologie von Autonomie fand ich relativ interessant, weil normalerweise in vielen der Sachen, die wir haben, müssen wir die Etymologie extrem runterbrechen, weil sie sich einfach so häufig gewandelt hat und einfach teilweise dann Zusammensetzungen vorzuweisen sind, die wir alle komplett auseinandertüfteln müssten. Aber hier ist es eigentlich relativ straightforward. Autonomie, das Recht, die Möglichkeit, innerhalb eines Staatsverbandes nach eigenen Gesetzen zu leben, ist politisch. Selbstverwaltung, Selbstständigkeit und das Ganze wurde entlehnt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vom gleichbedeutenden griechischen Autonomia. In latinisierter und flektierter Form begegnet Autonomia allerdings schon Ende des 16. Jahrhunderts und Autonomia selbst ist abgeleitet von Autonomos, unabhängig, besonders politisch selbstständig. Selbst in der Etymologie sieht man schon den extrem politischen Bezug. Ja. So, hier geht's noch weiter. Eine mit griechisch autos, selbst eigen, gebildeten Possessiv Compositum, zu griechisch nomos, Brauch, Sitte, Ordnung, Gesetz, also Selbstgesetz, Selbsteigengesetz, Eigensitte etc., irgendwas in diese Richtung. Ihr könnt da gucken, wie ihr das für euch übersetzen wollt, aber im Grunde wurde es ja schon gemacht. Wörtlich eigenes Gesetz haben, autonom, haben wir hier noch, ist das Adjektiv verhaltungsmäßig, selbstständig, unabhängig, wird erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts aus dem Griechischen entlehnt, älter aber im Wesentlichen auf die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts beschränkt, ist autonomisch. Also auch da ist es eben alles in diese Richtung sehr politisch und hat sich da nicht sonderlich viel seither geändert. Höchstens, dass wir es jetzt teilweise auch unabhängig, aber eher auch eher, wenn du nicht von Politik oder Recht sprichst, dann sprichst du seltener von Autonomie, sondern dann wirklich eher von Selbstständigkeit. Höchstens halt teilweise, das habe ich ja auch letztes Mal erwähnt, wenn es um Kindesentwicklung und sowas geht, aber da selbst da könnte man es eigentlich durch Selbstständigkeit ersetzen. Ja, ich finde halt auch, also unabhängig ist da auch noch ein gutes, also passendes Synonym, aber meint auch noch viele andere Dinge. Und das, was du gerade auch noch angesprochen hast, kann man ja auch zum Beispiel mit Emanzipation erklären, weil eben Emanzipation stellen wir heute immer automatisch mit der Unabhängigkeit der Frauen gleich, aber Emanzipation ist auch ein älterer Begriff und bedeutete früher zum Beispiel auch die Unabhängigkeitsmachung von Söhnen von ihren Eltern, durch die Söhne von ihren Eltern, Gott so. Also selbst in der heutigen Entwicklungspsychologie von Kindern sagt man immer noch, dass man sich von den Eltern emanzipiert. Ja. Also es ist immer noch ein Begriff. Ja, und deswegen ist das halt wirklich einfach ein sehr politischer Begriff, also auch in der soziologischen Betrachtungsweise des Begriffs wird es als sozialstruktureller Tatbestand beschrieben, in dem soziale Rollen dem Individuum neben klaren Verhaltensanweisungen immer auch starke Eigenleistungen und Selbstentscheidungen abverlangen, also dass man ein aktiv handelndes, selbstständiges Subjekt ist und dass im Idealfall eine Gesellschaft aus
eben genau sehr vielen Individuen dieser Art entsteht und eine hohe gesellschaftliche Verantwortung darin besteht. Und wo wir da dann, also da muss ich aber so Instinkt da halt, also es ist schwer aktuell nicht daran zu denken, dass es irgendwie genau daran scheitert, dass die Leute halt immer denken, sie wären halt super autonom und würden sich halt selbstverantwortlich verhalten und das aber halt überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Dass das irgendwie keine Devise ist, die man, mit der man Politik oder eine Pandemie bekämpfen kann, indem man auf diese Selbstverantwortung baut. Das ist super interessant, weil ich ja, wie gesagt, in die Grundgesetze geschaut habe. Und Autonomie spielt bei uns in den Grundgesetzen in erster Linie in Artikel 2 eine Rolle. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er die Rechte anderer nicht verletzt oder soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Und dann eben Artikel 2, sagt man da 2 oder Artikel 2, Nummer 2? Paragraph 2? Absatz 2. Ich weiß es auch Paragraph nicht. Paragraph 2, ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, wir studieren Jura. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Und diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Und genau diese Debatte, die du gerade angesprochen hast, ist eben auch, und da berufe ich mich jetzt auf eine nicht sonderlich seriöse Quelle, zumindest in Deutschland, an anderen Unis, also teilweise Unis im Ausland, da ist es total legitim, dass du Wikipedia zu Rate ziehst. War zumindest bei mir in Korea teilweise so, habe ich, glaube ich, damals auch schon mal erzählt. Da gab es, also wir haben hier, da stand nämlich gerade eben bei Autonomie des Einzelnen in der Bundesrepublik Deutschland gibt es jetzt mittlerweile einen kompletten dritten Absatz, der sich einzig und allein auf die Probleme bezieht, die durch diese ganze Debatte in Bezug auf eine Pandemie entstanden ist, weil eben es super hart ist zu bestimmen, in welchem Moment in welchem Moment beschränkst du mit deiner Selbstbestimmung die Selbstbestimmung eines anderen? Und da werden wir, glaube ich, also das ist jetzt, wie gesagt, ich blicke da auch nicht so 100% durch, werde ich euch auch immer wieder sagen, falls das der Fall sein sollte, dass ich nicht durchblicke. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eben auch ein riesengroßes Thema bei der ganzen Impfdebatte ist, weil das Problem ja ist, dass du auf der einen Seite niemanden dazu zwingen kannst, sich impfen zu lassen. Auf der anderen Seite musst du dann zwangsläufig irgendeine Lösung finden, dass Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, nicht die Rechte von Leuten oder nicht Leute in Gefahr bringen durch eben Fahrlässigkeit. In dem Fall würde ich das ganz einfach bezeichnen, dass dadurch nicht Leute in Gefahr gebracht werden, die sich nicht impfen lassen können. Weil der ganze Herdenschutz, den wir versuchen zu erreichen durch das Impfen, soll im Grunde gewährleisten, dass Personen, die zum Beispiel Krankheiten haben, weswegen sie sich nicht impfen lassen dürfen oder Allergien haben etc., dass die durch die Herde, in der sie sich und durch die Herdenimmunität, die durchs Impfen entwickelt werden soll, geschützt werden. Das heißt, in dem Moment, in dem du dich dazu entscheidest, dich nicht impfen zu lassen und sagst, ach ja, ich gefährde damit ja nur mich selbst, weil alle anderen, die sich impfen lassen wollen, die können sich ja impfen lassen, ist das nicht richtig, weil es gibt Leute, die würden sich gerne impfen lassen, die können es aber aus gesundheitlichen Gründen wirklich nicht machen. Das hat mit freiwillig oder unfreiwillig dann wenig zu tun. Die dürfen sich nicht freiwillig impfen lassen. Und diese Leute werden dann durch Leute, die sich eben einfach nur dazu entschließen, sich nicht impfen zu lassen, weil sie da keinen Bock drauf haben oder weil sie der Pharmaindustrie nicht vertrauen oder was auch immer, dadurch enorm in Gefahr gebracht. Und dann muss eine Lösung gefunden werden, dass diese Menschen eben geschützt werden, weil sie sich eben nicht freiwillig dazu entschlossen haben, sich nicht impfen zu lassen. Ja, also ich fand, dass es in der soziologischen Definition ja mit dieser gesellschaftlichen Verantwortung mit gemeint war, dass es halt, also es ist halt dieser typische Tatbestand, so deine Freiheit hört halt dort auf, wo die andere anfängt.
Und solange wir uns eben in alle gemeinsam in einer Gesellschaft leben müssen, hat man halt mit seinem Verhalten und seinen Handlungen eine gewisse Verantwortung den anderen Menschen gegenüber und eben auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Und scheinbar ist das mit der Solidarität untereinander innerhalb einer Gesellschaft sehr schwierig. Was nicht unbedingt überraschend ist, da wir ja auch nicht mit Gesellschaften solidarisch sein können, die nicht Teil von uns sind. Oder wir auch gerne Leute ausgrenzen und sagen, sie würden nicht zu uns gehören, obwohl sie dazu gehören, weil sie eben auch hier leben. Ist es halt irgendwie, ja, läuft auf jeden Fall einiges schief. Und so super freiheitlich und cool und sind wir dann halt doch alle in Deutschland irgendwie nicht, wenn wir das halt nicht auf die Reihe bekommen. Und wenn man sich halt wirklich mal anguckt, wie langsam die Impfquote gerade steigt, hat man halt irgendwie das Gefühl, dass echt so, weiß ich nicht, 30% der Menschen einfach wirklich ziemliche Egoisten sind. Und das finde ich immer ziemlich, also das finde ich einfach super traurig. Ja, du hast ja aktuell diese Debatte, weil die ab dem 11. Oktober sollen ja die Tests für Leute, die sich zwar impfen lassen könnten, aber sich bewusst dagegen entscheiden, sollen ja die kostenlosen Bürgertests wegfallen. Aber gleichzeitig werden die Rechte eingeschränkt. Also du brauchst diese Tests halt in mehr Räumlichkeiten oder bei mehr Events oder Aktivitäten. Also entweder das oder du musst eben als genesen oder vollständig durchgeimpft gelten. Und da fühlen sich ja jetzt auch super viele Leute in ihrer Freiheit beschnitten. Dabei haben sie die Freiheit, zum einen für den Test zu zahlen oder sich impfen zu lassen. Und sollte jemand zu einer Gruppe gehören, die sich eben nicht impfen lassen kann, zum Beispiel Schwangere dürfen sich ja nicht impfen lassen bei Allergien etc. Ich habe die Liste jetzt gerade nicht vor mir. Werden die Tests weiterhin kostenlos sein, sondern nur wenn du dich bewusst dagegen entscheidest, dass du dich impfen lassen willst, musst du halt ab einem gewissen Punkt dafür zahlen, dass du nicht als Gefahr für andere Leute eingestuft wirst. Und das finde ich so auch gerecht, weil warum sollte ich mit meinem Krankenkassenbeitrag oder mit meinen Steuern dafür aufkommen, dass du weiter unsolidarisch sein kannst? Ja, also ich finde, also irgendwie ist es schon in Ordnung, dass man dann halt irgendwann sagt, okay, man baut halt irgendwelche Mechanismen ein, die es dann halt einem schwerer machen, um auch eventuell den Anreiz wieder zu schaffen. Auf der anderen Seite ist es aber, glaube ich, halt immer noch nicht endgültig geklärt und ganz klar, warum die Leute sich nicht impfen lassen. Also es gibt halt natürlich die Gruppierung der Impfgegner, die sich halt weigern und irgendwelche Geschichten ausdenken und wir sterben alle im September. Wegen solchen Aussagen sich nicht impfen lassen, aber es gibt ja auch wirklich eventuell noch die Problematik, die halt eben auch viel mit Bildung zu tun hat, mit mangelnden Informationen, auch wenn sie für uns alle sehr zugänglich erscheinen, aber eben doch nicht für alle zugänglich sind, dass es eventuell auch einfach daran liegt oder ein Mangel am Vertrauen in das Gesundheitswesen. Und da müsste man, also irgendwie finde ich, sollte man da wirklich nochmal extrem nachforschen, was die Ursachen eigentlich alle sind, sich nicht impfen zu lassen, damit man dann am Ende nicht wieder Leute auch bestraft, die sich das dann am Ende vielleicht auch einfach nicht leisten können, diese Tests bezahlen, die das halt nicht aus ihrer eigenen Entscheidung heraus machen. Ich glaube, auf der einen Seite wird da viel kommen, auf der anderen Seite liegen wir da auch alle ein bisschen mit in der Verantwortung. Also dass, falls das Gespräch aufkommt und jemand sagt, er möchte sich nicht impfen lassen, da einfach mal nach den Gründen zu fragen und eventuell versuchen, da ein bisschen Hilfestellung zu geben, falls sich zeigen sollte, dass es da einfach Gründe von Missinformation oder nicht vorhandener Information, dass es vielleicht daran liegt, dass man da einfach vielleicht versucht mitzuhelfen. Was ich aber jetzt mitbekommen habe, ist, dass tatsächlich in meinem Bekanntenkreis sind eigentlich fast alle Leute mittlerweile geimpft und alle Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, da geht es weniger um Unwissenheit als um bloße, ich habe entweder keinen Bock drauf oder wirklich in Richtung Verschwörungstheorien. Ich habe tatsächlich, egal in welchem Wissensstand, bisher noch kein Gespräch mit irgendjemandem geführt, der sagt,
ich habe da einfach nicht genug Informationen. Oder ich habe die Information nicht richtig verstanden. Und alle, die irgendwie dann auf diese Verschwörungstheorien oder auf Missinformationen gestoßen sind, wo ich dann versucht habe zu erklären, das und das und das sind die wissenschaftlichen Standpunkte und die wissenschaftlichen Themen, da wollte einfach nicht zugehört werden. Also glaube ich tatsächlich, dass es seltener wirklich daran liegt, dass zu wenig Wissen vorhanden ist. Also ganz viel ist eben dieser was ja auch weiterhin immer noch gerade von Impfgegnern weiter verbreitet wird, ist, dass dieser Impfstoff sozusagen sich gerade ganz kurz einfach aus dem Ärmel geschüttelt wurde, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Wir haben ja nur, jetzt die Pandemie wurde ja nur durch eine mutierte Version des bereits existierenden Covid-Virus ebenso enorm. Das heißt, die Forschung an Covid und an Impfstoffen gegen Covid existiert ja schon viel länger als jetzt diese 2 Jahre. Und der einzige Unterschied, der jetzt eben dann im Falle der Pandemie aufgetreten ist, ist, dass einfach ein enorm großes Interesse daran stand, einen Impfstoff schneller zu entwickeln und dass dementsprechend enorm viele Gelder in die Forschung geflossen ist und sich mehr vernetzt wurde. Das heißt, es wurde mehr zusammengearbeitet daran. Es wurde nach einer Lösung gesucht, in einer Art riesengroßer, weiten Teamarbeit sozusagen. Ja, ich finde, das zeigt ja auch im Endeffekt einfach nur, dass so, weil es eben dann doch verhältnismäßig schnell geht, dass es auch einfach nur bedeutet, dass bei anderen Themen es auch schneller gehen könnte, wenn da plötzlich mal die Ressourcen und die Arbeitskraft dahinter dann wirklich mal darauf konzentriert werden würde und dass manche Sachen einfach auch nur lange dauern, weil wir bestimmte Gesetze haben oder was weiß ich, was die dafür auch Ausnahmen jetzt gefunden haben, die aber nicht die Wissenschaftlichkeit in Frage stellen. Und wir werden auf jeden Fall einfach auch die Informationen, die Homepage von der Regierung zu der Impfung hier verlinken. Also dann könnt ihr das auch gerne dort alles nachlesen. Hier sind wir natürlich auch, wir sind keine Virologen. Wir werden auch noch mal beim Robert-Koch-Institut schauen. Ja. Und dementsprechend die Sachen werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Aber das ist so, was mir untergekommen ist, dass einfach sehr, sehr viele Leute glauben, dass einfach innerhalb von einem halben Jahr dieser Impfstoff aus dem Nichts zusammengetüftelt wurde. Ja. Und das ist halt einfach falsch. Das stimmt so einfach nicht. Und ich finde es auch sehr interessant, dass alle Geimpften jetzt spontan alle im September sterben, egal wann sie geimpft wurden. Das finde ich auch schon sehr faszinierend. Aber dann haben sie doch gar kein Problem damit, dass im Oktober dann die Tests angeblich kostenpflichtig sein sollen. Ja, also. Also dann brauchen sie sich doch gar nicht aufregen. Dann können sie ja erstmal warten bis Ende September. Weil dann sollen wir ja angeblich eh alle tot sein und dann können ja sie die Gesetze machen. Ja, also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber die sind sehr inkonsequent in allem, was sie sagen ja, und tun. Ja, das ist mir schon aufgefallen, aber es zeugt halt dann nicht gerade von Überzeugungskraft. Ja, jedenfalls läuft da auf jeden Fall eine ganze Menge gerade schief, was wir auf jeden Fall nicht befürworten. Wir sind beide geimpft. Also entweder gibt es den Podcast also ab September nicht mehr. Das stimmt. Ich bin ab morgen. Ich habe heute. Ab morgen bin ich durchgeimpft. Offiziell. Ich kann jetzt zur Apotheke gehen. Ja. 12. bin ich komplett durch. Ja, aber ich denke, das war so der erste Teil zu Autonomie, zu dem Begriff erstmal an sich, zu seiner Wortbedeutung und zu dem, was wir da im Großen und Ganzen zu sagen haben. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe gar nicht so viel mehr zu sagen. Ich glaube, ich habe meinen Redeanteil heute mit lasst euch impfen und versucht zu helfen, dass andere Leute verstehen, warum Impfen wichtig ist und über Herdenschutz etc. Glaube ich, habe ich meinen Redeteil für heute erfüllt und jetzt unterhalte ich mich nur noch mit Svenja, als hätte ich das nicht schon die ganze Zeit. Ich dachte auch so, hä, was ist das? Aber du hast dich halt vorher auch an die Menschen gewandt, weil ich, wie gesagt, ich bin ja geimpft, ich brauche die Ansage nicht mehr. Exakt. So, und jetzt, let's go. Ich habe einfach mal heute noch ein ganz anderes Thema mitgebracht, was einfach nur so ganz entfernt mit Autonomie zu tun hat und für mich in dem Sinne halt dann eher auf der Ebene der Unabhängigkeit
sich bewegt in dem Sinne, dass man sich autonom macht, dass man sich befreit von sehr vielen Denkmustern und Handlungsmustern, die wir ja nun mal alle erleben in der Gesellschaft. Und deswegen dachte ich, reden wir heute mal über den optimistischen Nihilismus, wozu es auch ein super schön knappes, kurzes Video von Kurzgesagt gibt, was natürlich auch wieder verlinkt ist. Guckt euch das unbedingt mal an. Das ist am Anfang ziemlich deprimierend und runterziehend, aber am Ende dann doch eben optimistisch. Die Mitte ist ein bisschen problematisch, da muss man aufpassen, wie man das zeigt und wie man mit den Leuten drüber redet. Ja, ich fand das mit der Katze gemein. Exakt. Und mit dem, all deine Fehler spielen keine Rolle mehr, doch tun sie, weil du in dem Moment die Freiheit anderer. Ja, also das sagen wir hier dann ja auch nochmal eindeutig, dass wir das natürlich alles in dem Sinne auch wieder begreifen, dass unsere Freiheit dort aufhört, wo die Freiheit des anderen anfängt und dass es natürlich damit überhaupt trotz alledem keine Rechtfertigung dafür gibt, jemand anderen in der seiner Freiheit einzuschränken oder ihm sogar Gewalt in jeglicher Form anzutun. Aber im Grunde genommen geht es beim optimistischen Nihilismus einfach darum, dass ja alles bedeutungslos ist. Sollen wir vielleicht erstmal, bevor wir direkt in den optimistischen Nihilismus starten, sollen wir vielleicht erstmal klären, was genau Nihilismus ist? Ja, das können wir ja machen. Also genau, also das wäre ja quasi die Weil dann, wenn ich euch die Definition von Nihilismus vorlese, versteht ihr auch, warum man eher einen optimistischen Nihilismus braucht. Ja, also ich muss echt sagen, dass Nihilismus mir überhaupt nicht fremd ist. Also abgesehen davon, dass ich jedes Mal nachgucken muss, was das nochmal bedeutet, stelle ich dann immer fest, dass es echt so einen Großteil meiner Probleme darstellt. Weil ich, also das ist wirklich eine richtig, richtig heftig pessimistische Lebensbetrachtung, finde ich so. Und die macht mich sehr aus. Okay, also Nihilismus ist ein Begriff aus der europäischen Philosophie. Und hier die Definition, die ich rausgesucht habe aus meinen Büchern, die auf meinem Schreibtisch stehen, lautet: Nihilismus, eine Gruppe von Ansichten, deren Anhänger leugnen, dass objektive Bedeutung und echte Werte Aspekte der Welt sind. Wenn Gott nicht existiere, so argumentieren einige Nihilisten, gäbe es weder eine Quelle der Moral noch objektive Werte. Dann sei aber auch keine Handlung einer anderen vorzuziehen. Die ganze menschliche Existenz sei daher sinnlos. Genau, ich habe hier auch noch mal den Teil, deswegen haben wir vorhin über Nietzsche gesprochen, weil hier ist er wieder, der sich auch mit dem Nihilismus beschäftigt hat und der das auch beschreibt als, dass durch den Nihilismus die obersten Werte entwertet werden, jene Werte, die allem Tun und Leiden der Menschen erst Sinn geben, also zum Beispiel halt eben Religion, wie wir gerade schon gehört haben, dass es insgesamt dann nichts mehr gibt, wofür es sich zu leben oder aber auch zu sterben lohnt. Und dass das Bewusstsein aufkommt, es sei alles umsonst. Und das ist quasi dieser pessimistische Anteil daran. Das Ganze steht ja auch eben, gerade bei Nietzsche steht das Ganze im Zusammenhang mit einem der bekanntesten Zitate von Nietzsche. Und das ist Gottes Tod oder Tod Gottes. Und zwar geht es da im Grunde darum, dass wenn Gott für uns tot ist, dass sich dann eben auch die Werte in einer Krise befinden und wir dem ganzen Wertesystem, dem ganzen religiösen Wertesystem, auf dem eben gerade früher auch unsere und auch heute noch viele unserer Gesetze sind, eben in unserem, in dem religiösen Glauben, gerade vom Christentum verwurzelt, dass wir dem Ganzen einfach keinen aufrichtigen Glauben mehr schenken können. Und das zeigt ja vor allen Dingen halt so diese Sinnsuche, die ja irgendwie... Genau, exakt. Also die auch unabhängig von Religion ja auch heute auch immer noch so sehr penetrant ist, dass halt dass das, was du tust, soll einen Sinn haben, der Lebenssinn, weswegen. Also so, das sind ja alles Fragen, die irgendwie im Laufe eines Lebens eh aufkommen, ob nun aus einem selber oder aus irgendeiner Werbung heraus oder aus irgendeinem Film heraus oder sowas. Das ist ja irgendwie eins der bekanntesten Fragen, die sich die Menschheit so stellt. Und der Nihilismus beantwortet die Frage einfach mal, das gibt keinen Sinn. Mhm. Was in meiner Biografie auf jeden Fall irgendwie im Laufe der Zeit dazu geführt hat, dass ich dann halt auch komplett gelähmt nicht wusste, was das alles soll
Und dass diese Unbedeutend, was ist das richtig? Gibt es da einen Nomen zu unbedeutend? Unbedeutend. Unbedeutend. Dass alles so unbedeutend ist, dass ja dann halt wirklich, dann kann man ja auch liegen bleiben. Aber unbedeutend ist kein, unbedeutend ist ein Adjektiv. Ja, aber es passt trotzdem in meinen Satz rein. Das stimmt. Ja, genau, dass man ja, dass alles so unbedeutend ist, dass man ja quasi liegen bleiben kann. Mhm. Jedenfalls macht der optimistische Nihilismus quasi dann die absolute Freiheit heraus, weil wenn alles nichts bedeutet, dann kannst du ja quasi auch machen, was immer du willst. Dann bist du die einzige Person, die bestimmen kann, was Wert hat, was Sinn hat, was sie machen möchte, was sie aus ihrem Leben machen möchte. Und ja, aber halt eben mit dem Punkt, dass Freiheit halt nicht bedeutet, dass du losrennst und dem Erstbesten auf die Fresse haust, sondern auf sich selbst bezogen. Und das Video ist ja schon fast 3 Jahre alt. Ich habe das, glaube ich, vor 2 Jahren das erste Mal gezeigt bekommen. Und es hat mich auf jeden Fall irgendwie nicht mehr so richtig losgelassen, weil halt, wie gesagt, Nihilismus schon etwas ist, was ich bejahen kann. Obwohl es eine absolute Verneinung darstellt. Witzig. Ja, deswegen dachte ich, bringe ich das mal mit, weil das ja quasi was mit Unabhängigkeit und frei und autonomes Denken zu tun hat, so nach dem Motto. Ihr wisst schon, ist nah am Thema. Ja. Also ich verstehe das auch. Ich finde, Nihilismus ist interessant, aber auch ich persönlich, ich verstehe es zu einem gewissen Grad. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, es ist irgendwas, wenn du dir, ich glaube, was meiner Meinung nach eins der größten Probleme mit der Menschheit ist, meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, ist, dass sich die Menschheit als die Spitze der Evolution sieht. Ja. Und als die Krone die Krone der Schöpfung und als das Nonplusultra. Und ich das nicht mag. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich finde diese Einstellung anmaßend und egozentrisch und extrem problematisch. Und deswegen finde ich es wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen der eigenen Sterblichkeit und nicht der eigenen. Also es ist nicht so, dass man nichts wert ist oder dass man nichts beitragen kann und nichts ändern kann. Das auf gar keinen Fall. Aber man sollte sich auch nicht zu voll nehmen. Und deswegen finde ich ja teilweise auch einfach mehr naturbezogene oder naturmit einbezogene Philosophien viel interessanter. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass zum Beispiel im Koreanischen das Alphabet nach philosophischen Ideen entwickelt wurde und dass da eben zum Beispiel der Mensch zwischen Erde und Himmel gesetzt wurde und dass ich deswegen, also da steht eben Himmel auch in erster Linie für was Göttliches, da kann man sich eben drüber streiten, ich möchte niemandem irgendeinen Glauben aufdrängen. Aber ich finde es einfach wichtig, sich als kleinen Teil von etwas Größerem zu sehen und sich bewusst zu werden, dass sich die Welt nicht um einen selbst dreht. Und dass deswegen nicht alles, was einem widerfährt, das Schlimmste der Welt ist oder das Beste der Welt. Und dass auch nicht alles, was man anderen Kreaturen eben zumutet, dadurch entschuldbar ist, dass man eben zum Geschlecht der Menschen gehört. Ja. Und das ist wichtig. Aber genau deswegen ist es eben genauso wichtig, eben zu sagen, Dinge haben einen, vielleicht nicht unbedingt Sinn, aber haben auf jeden Fall Konsequenzen, zumindest zu einem gewissen Punkt. Ja, also einfach, weil man ja da auch kurzfristiger denken muss. Und natürlich hat in deiner Lebensspanne das, was du tust, irgendwelche Konsequenzen eben entweder für die Menschen in deinem Umfeld oder halt auch für dich oder für Tiere und Natur, wenn man auch ein bisschen die drohende Klimakatastrophe eben gerade betrachtet. Exakt. Und dementsprechend kann ich natürlich sagen, ja, am Ende der Zeit hat mein Leben
keine große Bedeutung und ist sinnlos. Und deswegen spielen auch die Fehler, die ich gemacht habe, keine Rolle mehr. Aber wir sind nicht am Ende der Zeit. Wir sind an diesem Punkt noch nicht angelangt und dementsprechend spielt es doch schon eine Rolle, ob du jemanden schlecht oder gut behandelst. Ja, natürlich. Also darum soll's ja, also darum geht es ja auch im optimistischen Nihilismus nicht, ob du dich gut ob du dich gegenüber Menschen gut oder schlecht behandelst. Wird ja auch einmal dann erwähnt mit Bonuspunkte für Leute, die sich für andere einsetzen, dass das ja zum Beispiel eben auch Dingen einen Wert geben kann, also dein Handlung, indem du eben anderen was Gutes tust, dass darin halt schon der Wert besteht und dass er aber nicht oder auch deinen Wert bestimmt, aber dass es halt nicht dieses übermäßige Gott, ich komme am Ende in den Himmel oder irgendetwas oder mein Verhalten, das, was ich in meinem Leben lang gemacht habe, führt halt also, dass ich in Himmel oder Hölle komme. Für viele Menschen, die eben nicht mehr an Himmel und Hölle glauben, ist es halt dann schwierig sozusagen. Ja. Und also ich glaube, dass der, so wie ich das verstanden habe, spielt der optimistische Nihilismus mehr darauf an, eben Menschen mehr Freiheit zu geben, indem sie selbst den Wert oder den Sinn ihres eigenen Lebens bestimmen können und dass es auch nicht dieser eine übergeordnete Sinn sein muss, sondern dass es auch kleine Dinge sein können, dass man sich auch jeden Tag einfach einen neuen Sinn sozusagen suchen könnte. Und genau das ist eben der Unterschied zum allgemeinen Nihilismus, dass es eben doch Sinn gibt, den du dir selbst setzen kannst. Genau, und es ging, also für mich ging es vor allen Dingen darum, zu erkennen, was glücklich sein bedeutet, dass das halt etwas ist, was du selbst definierst, was du für dich selbst bestimmen kannst, was dich glücklich macht und was dich halt eben nicht glücklich macht. Und das ist eben nicht weder halt, früher war das halt eben die Religion, jetzt ist es halt viel der Kapitalismus, der einem irgendwie erklärt, was einem glücklich macht, dass das nicht unbedingt die Antwort sein muss. Es kann die Antwort sein, aber dass du das einfach selbst bestimmen kannst, weil niemand anders kann das für dich übernehmen. Also so, das ist so ein bisschen, fand ich halt auch hin, auf diese Eigenverantwortung hin. Also sozusagen eben, um zum Thema den Bogen zu finden, wenn du ein autonomes Leben führen willst, musst du halt eigenverantwortlich handeln. Das bringt halt nichts, auch immer nur dem Umständen oder anderen Leuten die Schuld zu geben, wenn irgendwas nicht funktioniert, sondern du musst halt schon auch selber aktiv werden. Und das kannst du unter anderem darin, indem du einfach selbstbestimmt und selbst herausfindest, was dich glücklich macht und dann versuchst, das mehr in dein Leben zu involvieren und zu integrieren. Und das, finde ich, wäre für mich ein sehr schönes Schlusswort. Ja, finde ich auch. So optimistisch waren wir, glaube ich, noch nie in einer Folge. Das stimmt, aber weißt du, was mich immer wieder dazu bringt, dem Podcast optimistischer entgegenzublicken? Also mal davon abgesehen, dass er Spaß macht. Ja, ja, ich habe eine Vermutung. Du meinst unsere Patreons, oder? Ja, die Unterstützung durch unsere Patrons. Denn wir haben einen Patreon, der uns hilft. Also ein Patreon-Account, auf dem wir Patrons haben, die uns unterstützen, diesen ganzen Podcast zu finanzieren. Denn mit Podcasts ist natürlich immer Zeitaufwand und auch Kosten verbunden, was man vielleicht nicht immer vermuten mag. Und damit wir da ein bisschen mehr Freiheit haben und einfach auch mehr machen können, haben wir ein paar wundervolle Patrons, die uns da jeden Monat unterstützen. Und diese Patreons sind... Oder ich sage immer Patreon, aber es sind, die Seite heißt Patreon und die Leute dort sind Patrons. Patronen. Ja, exakt, aber Patreon ist ja auf Englisch. Genau, wir haben dort wundervolle Patrons. Und zwar ist das zum einen, wie immer, unser wundervoller Dirk, der uns auch aktuell sehr unterstützt, indem er uns Nachrichten zu den Folgen gibt, die uns immer sehr freuen. Wir lesen sie immer und beantworten sie dann früher oder später auch häufig, bis immer, eigentlich immer. Ich glaube, wir haben noch keine Nachricht unbeantwortet gelassen. Und auch Philipp unterstützt uns da schon seit mehreren Monaten. Das ist wundervoll und wir haben uns auch bei dir sehr über jede Nachricht gefreut, die wir erhalten haben. Ich weiß nicht, ob ihr es schon merkt, aber ich bin schon wieder dabei, hier positiv hervorzuheben,
wie sehr wir uns über alle Nachrichten freuen, damit eventuell auch mehr Leute uns Nachrichten zukommen lassen. Ja, ja. Bitte. Ja, denn apropos Nachrichten schreiben, das könnt ihr übrigens per Mail an info@fehlamplatzpodcast.de oder ihr folgt uns einfach auf Twitter und Instagram unter @fehlam_platz. Dort werdet ihr natürlich auch immer auf den Laufenden gehalten, wann es die neuesten Folgen gibt. Also da müsst ihr uns nicht schreiben. Das könnt ihr auch einfach so machen. Und ja, wie immer findet ihr alle Links, alle Videos. Oh Gott, ich habe meine Musik. Ich habe heute Musik mitgebracht. Das mache ich noch schnell. Denn dann musst du das halt einfach, du musst es schneiden, dass du es vor uns. Ach, das passt schon. Das machen wir jetzt zum Schluss, denn ich habe heute 2 Songs mitgebracht, weil normalerweise bringe ich 3 mit, aber ich habe euch ja heute den optimistischen Nihilismus mitgebracht. Passend dazu habe ich einen Danger Dance Song, der Gute Nachricht heißt, der eigentlich ehrlich gesagt genau darauf aufbaut. Den hast du mir geschickt, genau. Oder? Das ist ein sehr, sehr guter Song. Ich mag den Song. Der ist sehr schön, gerne. Der ist, Danger Dan halt. Und weil man für mich nicht über Autonomie und Autonom und Politik und Gesellschaft reden kann, ohne die Antilopengang zu nennen, habe ich da noch neoliberale Subkultur, wo es einfach, ich weiß nicht, für mich passt es jetzt zum Thema. Ihr könnt ja gerne mal dazu kommentieren, ob ihr das auch so seht oder nicht. Und unsere Songs findet ihr wie immer auf unserer Spotify-Playlist. Aber wie gesagt, wir haben auch auf eigentlich all unseren Profilen mittlerweile einen Linktree erstellt. Wenn ihr da in die Beschreibung schaut und auf den Linktree klickt, findet ihr auch alle anderen Plattformen. Da findet ihr dann Twitter, Instagram, Soundcloud, iTunes, Spotify und Patreon. Genau. Und damit auf tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Bye, bye. Tschüss. Okay. Das war Fehl am Platz. Ach, und jetzt habt ihr nichts mehr zu sagen?